Hallo, Martha. Kim weiß Bescheid. Ich lass mich scheiden! Misch dich da bitte nicht ein, das ist meine Sache, okay? Und ob ich mich einmische? Ich bin dein Vater. Dann schmeiß Martha bei LCL raus. Sehen Sie zu, dass Sie hier fertig werden. Sie sind gefeuert. Ich habe Kims Ehe zerstört. Und Emilio hasst mich, weil durch mich alles rausgekommen ist. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Was war das? Ich weiß nicht. Was? Na, das! Wir haben uns gerade geküsst. Also. So schnapp's! Ich liebe Onkel Branko! Hoppa! Alter, Sie haben mir gar nichts zu sagen, ja? Na, jetzt nötigen Sie mich nicht den Sicherheitsdienst. Rufen Sie doch den scheiß Sicherheitsdienst, mir doch egal. Ich habe strikte Anweisungen erhalten, Sie nicht vorzulassen, verdammt. Ach ja, und wer hat Ihnen die strikten Anweisungen erteilt? Hat? Ihre Frau persönlich hat mich darum ersucht und wenn ich jetzt bitten darf, ich möchte Sie hinausgeleitet werden. Sie sich selber, Moin! Kim! Was fällt Ihnen denn ein? Sie können doch das Schloss nicht so zusammenbrüllen. Kim! Verdammt doch mal, was ist denn hier los? Ich will zu meiner Frau und zwar sofort. Du wagst es noch hier aufzutauchen? Ja, und das muss ich jetzt mit meiner Frau klären. Da gibt's nichts mehr zu klären. Kim weiß einfach jetzt, dass du notgeiler Schimpanse bist. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber das möchte ich mit dir selber klären. Das war nur eine Frage der Zeit und jetzt können wir dieses traurige Kapitel endlich beenden. Jetzt lasst mich los! Sorgen Sie dafür, dass der Sicherheitsdienst dafür sorgt, dass dieser Suppenkasper das Schloss nie wieder betritt. Tja, wollen wir noch uns verzagen. Ja, hallo. Hier spricht Andi Fritsch. Ich habe vorhin Ihre E-Mail gelesen und in der steht, dass Sie mir keinen weiteren Kredit geben wollen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil Ihre Bank immer ganz gut mit Brandner Bau zusammengearbeitet hat. Und außerdem, ich kann halt nichts dafür, wenn ein Kunde insolvent geht. Ich muss Löhne zahlen und bin in Vorauszahlung gegangen. Also wäre das nett, wenn Sie sich bei mir melden würden. Dankeschön. Oh Mann, so ein Dreck. Wo soll ich denn jetzt die Kohle hernehmen? Ja? Ich bin's. Hey. Ich wollte dich fragen, ob ich ein paar Tage Urlaub haben kann. Hat das nicht bis morgen Zeit? Ich habe gerade überhaupt keinen Kopf für sowas. Ehrlich gesagt wollte ich gerne ab morgen Urlaub haben. Oh, ist irgendwas passiert? Nein, nein. Tristan hat mich bloß gefragt, ob ich mit ihm nach Lissabon fliegen will. Ah, mit deinem Freund Urlaub. Ja, schön. Andi, ich habe wirklich gedacht, das wäre jetzt geklärt. Ja, das ist es auch. Okay, dann kann ich den Urlaub haben. Es ist halt nur gerade ziemlich kurzfristig. Ich weiß nicht, wann ich die Pläne umschreiben soll. Dann mache ich das. Okay, ich bringe sie dir morgen noch ins Büro. Deal? Also gut, du hast den Urlaub. Ja. Sonst noch was? Nein. Schön. Dann gute Nacht. Danke, Andi, ja? Lissabon? Das ist die Adresse von einem Hotel, in dem ich dir eine Suite gebucht habe. Suite? Ja, schenke ich dir. Lass es dir mal so richtig gut gehen. So. Ruf dir ein Taxi. Das kann ich nicht annehmen. Ach, Unsinn. Natürlich kannst du das annehmen. Ich schlafe bei mir zu Hause. Meine Tasche. Da willst du hin? Meinst du, weil ich mit dem Mann meiner Cousine geschlafen habe? Das ist der Grund, warum ich nach Hause will. Ich will packen. Ich hoffe, es schlafen alle. Du willst mich wirklich verlassen? Mich hält dir doch nichts mehr. Weder meine Familie, noch mein Job, noch sonst was. Danke. Für den Schnaps, das Hotel. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Ich weiß, es heißt nach mir die Sintflut und deswegen... Ich habe mich nicht verliebt. Schon gleich am ersten Tag. Und das ist auch der Grund, warum ich mich immer so peinlich benommen habe, wenn du dabei warst. Ich weiß, ich habe mich auch peinlich benommen, wenn ich also alleine war. Das wollte ich dir sagen. Telling me stay away from you, but I can't help myself, just don't know what to do. Even our kids, they say you won't change anyway. I can't help myself, I just can't help myself. People are telling me to keep away from you, but they will never understand how much I feel for you. Even our kids, they say you won't change anyway, but I can't help myself, still believing. Verlängerte Frühstückspause oder was? Hast du noch nicht gehört? Was denn? Es heißt Frischmarkt, hat pleite gemacht. Wie, der Laden, für den wir letzte Woche noch die Markthalle gebaut haben? Ja, genau. Komm, das würde ja dann heißen, dass... Dass wir umsonst gearbeitet haben, ja. So, Leute, hört mir mal eben ganz kurz zu. Ihr habt das ja schon mitbekommen. Und es ist auch jetzt offiziell. Frischmarkt hat Insolvenz angemeldet. Was heißt das jetzt für Brandner Bau? Das heißt, dass wir jetzt noch eine Weile auf den Ausgaben sitzen werden, bis wir das Geld aus der Konkursmasse ausgezahlt bekommen. Also sofern dann noch was übrig ist. Aber macht euch keine Sorgen. Euer Gehalt bekommt ihr wie gehabt. Ist klar. Ja, wie immer. Sag mal, kannst du das so einfach wegstecken? Ich meine, allein die Vorleistungen für die Materialkosten, die gehen doch ins Fünffache. Ja, ich weiß. Aber wie gesagt, es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Ich habe das alles im Griff. Es gibt also keinen Grund, hier rumzustehen, sondern macht euch wieder an die Arbeit. Kommt, Leute! Ich habe alles gepackt. Ich denke, das geht so in Ordnung. Meine Möbel werde ich irgendwie anders abholen lassen. Mein Zug geht in 2 Stunden. Ich werde am Bahnhof warten. Was ich sagen möchte ist, es tut mir schrecklich leid. Ich weiß, ich habe euch enttäuscht. Wenn ihr Kim seht, dann sagt ihr bitte, dass es war meine Schuld. Danke für alles. Martha, warte. Es ist doch niemandem damit geholfen, wenn du jetzt gehst. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Aber einfach weglaufen, das ist doch keine Lösung. Erklär mir eins, Martha. Wieso gehst du ausgerechnet mit Emilio ins Bett? Dem Mann deiner Cousine. Also Moment mal. Emilio ist mindestens genauso schuldig wie Martha. Oder meinst du, sie hat ihn zum Fremdgehen gezwungen? Allerdings, ich wüsste auch gern, warum ihr das gemacht habt. Bist du jetzt in Emilio verliebt? Was? Nein. Nein. Ich kapier das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Es ist einfach so passiert. Aber sowas passiert doch nicht einfach. Vor allem nicht dann, wenn man seine 7 Sinne beisammen hat. Hatte ich aber nicht. Ihr könnt mir gar nicht glauben, wie sehr ich mir wünsche, dass ich das wieder rückgängig machen könnte. Aber wunderschönen guten Morgen. Kein guter Morgen? Morgen. Was ist los? Verreist du? Nein. Hat dir Jessica nichts erzählt? Nee. War die ganze Nacht im Stall, Nikita hatte eine Kolik. Ist was passiert? Ich habe mit Emilio geschlafen. Kim hat mir klar gemacht, dass sie mich nie wiedersehen will und ihr Vater hat mich bei LCL rausgeschmissen. Deswegen reise ich heute ab, damit ich nicht noch mehr kaputt mache. Obwohl ich glaube, dass das mehr gar nicht geht. Das Rührei ist gleich fertig. Super. Kriege ich auch noch einen gesalzenen Toast? Ja, gerne. Morgen. Morgen. Du siehst müde aus. Bin ich auch. Was war denn das für ein Lärm? Ja, ich fürchte, das war Emilio. Der Bekloppte ist die halbe Nacht ums Schloss gerannt und hat die ganze Zeit Kim, Kim gerufen. Das macht sie natürlich auch nicht leichter. Tut mir leid, dass dieser Idiot euch auch wach gehalten hat. Hey, wie geht's dir denn? Ach, keine Ahnung. Ich fühle im Moment gar nichts mehr. Diese Jungs sind alle gleich. Die kann man alle in einen Sack stecken, draufhauen, trifft man immer der Richtige. Frau Linse? Sie hören natürlich nicht dazu. Ach, das habe ich gefunden. Gehört das Ihnen? Ja. Das ist der Grundriss für unsere Wohnung. Mama und Papas Haus, wo ihr einziehen wollt? Ja. Ich habe mir schon alles überlegt, wo wir was hinstellen, welche Möbel wir noch brauchen. Tut mir leid. Das kann ich jetzt wohl vergessen. Es ist etwas geschehen. Die Blumen der Gräfin. Was ist damit? Vandalismus. Jemand hat sämtliche Tulpen aus den Beeten entfernt. Sie sind weg. Wer macht denn sowas? Guten Morgen. Morgen. Hat jemand schon einen Blick in die Auffahrt geworfen? Was ist los? Das müsst ihr euch selbst ansehen. Ach, dieser verdammte Idiot. Eins muss man Emilio lassen. Er ist hartnäckig. Danke. Wach auf, du Idiot! Was wird es hier? Bonita. Spar dir dein Bonita. Was machst du hier? Ich will mich entschuldigen. Auch wenn das, was ich getan habe, nicht zu entschuldigen ist, das weiß ich. Ja, stimmt. Bitte hör mir zu. Du bist das Wichtigste in meinem Leben und... naja, ich hoffe, dass du mir irgendwie verzeihen kannst, weil wenn nicht, dann habe ich einfach alles verloren, was mir wichtig ist. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du mit meiner Cousine in die Kiste gestiegen bist. Mensch, ich wusste gar nicht, wie das passiert. Ich wusste nicht mal, was ich tue. Aber du wusstest, was du tust, als du gleich danach mit mir geschlafen hast? Das ist einfach nur widerlich. Hau ab. Hau ab! Ich will dich nie wiedersehen. Wahrscheinlich hatte Ansgar recht. Und ich habe dich einfach nicht verdient. Seitdem ich hier in Düsseldorf bin, mache ich einen Klops nach dem nächsten. Ich mache alles falsch, was man falsch machen kann. Du hast doch einiges geschafft. Ja. Eine Ehe zerstört, einen Job verloren. Immerhin hast du einen Job gehabt. Und einen gar nicht so schlechten. Du hast für den angesagtesten Newcomer-Designer gearbeitet. Das ist doch was. Das war auch ein Fehler. Willst du dir jetzt auch noch vorwerfen, dass du dich in ihn verliebt hast? Nein. Aber dass ich, dumme Nuss, nur einen Moment daran geglaubt habe, dass ich in seiner Liga spielen könnte. Wenn ich die Wahrheit einfach begriffen hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Dann hätte ich nicht mit Emilio geschlafen. Nur um einmal dieses blöde Gefühl zu haben, begehrt zu sein, das... Aber jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Zu Schlenzen, Schulze, Damenmoden. Wenn ich Glück habe, kriege ich meinen alten Job wieder. Und dann schneidere ich Senioren-Oberbegleitung. Ich danke dir. Wirklich. Aber hier gibt's keinen, der auf mich wartet. Sag mal, weißt du, mit wem Andi da drin so lange spricht? Mit irgend so einem Bankfuzzi. Tristan. Ich habe uns gerade ein Hotel gebucht. Nett, klein, sehr romantisch. Und mit Blick auf den Tejo. Ja, das klingt gut. Du wirst es lieben. Mhm. Bist du schon auf dem Weg? Nein, ich muss noch kurz was mit Andi bereden. Macht etwa immer noch Stress? Ich dachte, die Sache mit dem Urlaub wäre langsam mal geklärt. Nein, das ist auch geklärt. Es geht um was anderes. Und zwar? Es geht um die Arbeit. Okay, dann sehen wir uns gleich. Ja, ich komme gleich. Bis gleich. Ich freue mich. Ich mich auch. Oh, das war hoffentlich nicht vor zu verreisen, oder? Doch, habe ich. Warum die Nachfrage? Gerhard Morsch hat für heute Abend zu einer Pokerrunde geladen. Muss ich den kennen? Morsch ist einer der wichtigsten Abnehmer bei LCL und er weiß, wie man Pokerrunden veranstaltet. Ja, dann viel Spaß. Den wünsche ich dir. Ich weiß doch, wie gern du pokerst. Was meinst du? Ich habe leider ein wichtiges Meeting. Du wirst mich vertreten. Wie kommst du denn darauf, dass ich das tun sollte? Weil du mir noch was schuldig bist. Weißt du... Ich denke, seit du Lahnstein-Entertainment ruiniert hast, sind wir quitt. Und ich fliege heute Nachmittag mit Bella nach Lissabon. Ich finde, das solltest du dir noch mal überlegen. Du willst also, dass ich deinen Geschäftspartner ausnehme? Nein, ich will, dass er sich amüsiert. Das heißt, eigentlich will ich, dass du ihn ab und zu mal gewinnen lässt. Weißt du, normalerweise wäre ich sogar dabei, aber ich bin leider schon verplant. Du weißt schon, die Liebe. Was ist bloß los mit dieser Familie, mit dieser Hand zum Prekariat? Irgendwann wirst auch du einsehen, dass die am besten unter sich bleiben. Ein Töchterchen hat's schon kapiert. Denk noch mal drüber nach. Was machst du hier? Ich dachte, du wolltest verreisen. Ich wollte erst wissen, was hier wirklich los ist. Ach, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Und selbst wenn du deinen Job verlierst, du hast einen Freund, der dich durchfüttert. Hey, Andi, ist das wirklich so schlimm? Ich kann sie eh nicht richtig leiden. Sie haben sie wirklich gefeuert? Fristlos. Ja, nach dem, was sie sich geleistet hat. Ich wünschte, jemand hätte gefilmt, wie Kim sie K.O. geschlagen hat. Das ist schon für mich. Sorry. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als die letzten Abschlagzahlungen nicht überwiesen wurden. Hast du keine Mahnung rausgeschickt? Frischmarkt ist halt ein guter Kunde. Ich wollte da niemanden vor dem Kopf stoßen. Hab gehofft, es kommen noch andere Aufträge rein und die würden irgendwann zahlen. Und jetzt sind sie pleite. Ja. Im Brandner Bau auch. Was? Ich habe heute noch erfahren, dass Frischmarkt eine ganze Reihe von Gläubigern hat und wir stehen nicht ganz oben auf der Liste. Ja, und jetzt? Weißt du, seit Tagen bin ich nur noch am Rechnen. Selbst wenn ich die Maschinen verkaufe und einen Teil des Geldes zurückbekomme, womit ich dann wieder die Löhne zahlen kann, einen Großteil der Aufträge kann ich ohne die Geräte abschreiben. Ja gut, dann verzichten wir eben mal auf unseren Lohn. Das kannst du ja mal machen, aber ich habe Männer, die haben Familien, die brauchen das Geld. Mann, Andi, warum hast du mir denn nicht schon vorher gesagt, wie schlimm es um Brandner Bau steht? Was hätte das denn gebracht? Wann haben wir uns denn mal das letzte Mal hingesetzt und normal miteinander geredet und ein Bierchen getrunken? Kannst du dich daran erinnern? Komm, lass gut sein. Es ist ja auch nicht dein Problem. Genießt du mal deinen Urlaub. Das ist wahrscheinlich der letzte, den ich dir geben kann. Kannst du mir noch einen doppelten Espresso machen? Du scheinst ja echt nötig zu haben. Redet Kim immer noch nicht mit dir? Tut mir leid, das zu sagen, aber ich kann's verstehen. Ach echt? Ich nehme mich nicht. Ich meine, wir sind verheiratet. Wir wollten gerade eine eigene Wohnung mieten und was soll das ganze Theater? Du hast sie mit ihrer Cousine betrogen? Ja, das war nur Sex. Nur Sex? Ich liebe Martha nicht oder so. Dann ist das Ganze ja nur halb so wild. Ja, das sag ich doch, aber das versteht sie nicht. Emilio? Du rastest schon aus, wenn Kim noch einen anderen Typen anguckt. Jetzt stell dir doch mal vor, die hätte mit jemandem gepennt. Wie würdest du dich da fühlen? Die Antwort würde mich allerdings auch interessieren. Also? Ja, das ist was vollkommen anderes. Ich bin ein Mann und Kim, das ist meine Frau. Okay, ja. Stopp. Du sagst am besten gar nichts mehr, bevor du nicht wenigstens eine halbe Sekunde drüber nachgedacht hast. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du hast es versaut. Und wenn man es versaut hat, dann kann man darauf hoffen, dass einem der andere verzeiht. Aber Anspruch darauf hat man keinen. Kann ich auch mal was sagen? Nein! Okay. Ich meine, kannst du nicht mit ihr reden? Du bist ihre Schwester. Wenn du ihr sagst, dass das Ganze nichts zu bedeuten hat, dann wird sie es verstehen. Ich glaube, du hast es immer noch nicht kapiert. Du bist meiner Schwester nicht auf den Fuß getreten. Du hast ihr das Herz gebrochen. Ja, aber Martha bedeutet mir nichts. Gar nichts. Du bist echt ein Idiot. Umso schlimmer. Außerdem, darum geht's gar nicht. Ja, und worum dann? Dass du Kims Vertrauen missbraucht hast. Und das wieder aufzubauen, das ist ein steiniger Pfad. Ein gewundener steiniger Pfad. Ich habe mich um alles gekümmert. Also ich habe allen gesagt, dass Emilio mit Martha und dass du darum Martha K.O. geschlagen hast. Und auf jeden Fall wissen jetzt alle Bescheid, du musst keine blöden Fragen beantworten. Danke, Jessica. Dann habe ich ja heute einen tollen Tag. Das war nett gemeint. Nur zum Verständnis. Wir planen unsere erste gemeinsame Reise. Du sagst, du klärst das mit Andi und jetzt kannst du nicht mehr weg. Es tut mir leid. Was hat er denn gesagt? Hat er dir den Urlaub wieder gestrichen, weil er eifersüchtig ist? Nein, er wollte sogar, dass ich fliege. Aber es geht wirklich mal nicht um dich. Sondern? Einer von Andis Kunden hat Konkurs angemeldet. Das kommt vor. Er kann die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das kommt auch vor. Das ist für Brandner Bau eine Riesenkatastrophe. Ich kann Andi jetzt einfach nicht alleine lassen. Weil ihr ja so gute Freunde seid. Ja, genau. Rein finanziell bist du ihm keine Hilfe. Mir ist nicht ganz klar, was genau du für ihn tun kannst. Ja, mit Geld kann ich ihm wirklich nicht helfen. Aber weißt du, es gibt noch Dinge, die Freunde sonst füreinander tun können. Sich zuhören, Mut machen, füreinander da sein. Dann geh zu ihm. Ich lasse den Urlaub wieder canceln. Ist mir sowieso recht, dann kann ich heute Abend zum Pokern gehen. Weißt du was? Am besten, wir verschieben unseren Urlaub einfach auf den St. Nimmerleinstag, wenn es deinem Freund Andi wieder besser geht. Tut mir leid. Tut mir leid, ich habe mich einfach ein paar Tage mit dir alleine gefreut. Nein, mir tut es leid. Wir holen das nach, ich verspreche es dir. Ich will doch mit dir nach Lissabon. Und ich möchte auch mit dir in dieses Hotel, wo man aufs Meer blicken kann und alles. Wirklich? Wirklich. Ich hoffe, er weiß, was er an dir hat. Ich glaube, das weiß er. Bist du wirklich sicher? Ich werde dich vermissen. Wir werden mich alle vermissen. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Ach. Sonst noch irgendwem irgendwas ausrichten? Nein. Danke. Termin bei Ansgar. Du willst von Ansgar einen Kredit bekommen? Ansgar ist vielleicht manchmal ein Arschloch, aber die Lahnsteinbank hat kurz vor Arnos Tod noch versucht, mit Brandner Bau Geschäfte zu machen. Okay, das nennt man dann jetzt wohl wirklich dem Teufel sein Lachen verkaufen. Hm? Besser das, als das Ganze den Bach runtergehen zu lassen. Auf jeden Fall. Ich meine, mehr als absagen kann er ja nicht. Ja, das wäre schön, wenn ich keine Absage kriegen würde. Weißt du, ich rufe einfach Tristan noch mal an. Ich glaube, die beiden verstehen sich gerade ganz gut. Er kann vielleicht ein bisschen Einfluss nehmen. Nein, lass das mal. Es ist schon nicht leicht für mich, bei Ansgar um Geld zu betteln. Tristan wäre dann eine Nummer zu viel für mich. Andi, du weißt schon, dass ich mit dem Mann zusammen bin, oder? Ja. Ich krieg das auch alleine hin. Brandner Bau ist eine solide Firma mit guter Auftragslage. Und du bist dir sicher? Na klar. Ich meine, dass du das alleine hinkriegst. Was machst du eigentlich noch hier? Ich dachte, du sitzt schon im Flieger. Ich habe den Urlaub abgesagt. Glaubst du wirklich, ich lasse dich jetzt im Stich? Ohne sieht sowieso besser aus. Also, du gehst jetzt zu Ansgar und erklärst ihm, dass wir die besten Jahre noch vor uns haben. Danke. Klar. Und Andi? Auch. Was machst du denn hier? Ich will mal einen Kaffee. Heute Morgen komme ich an meinen Schreibtisch, will nach meinem Kaffee greifen und der ist nicht da. Das geht so nicht. Ich habe mich an meinen Kaffee gewöhnt. Du hast dir früher deinen Kaffee auch mal selbst geholt. Ja, aber jetzt gefällt's mir so. Ja, dann hoffe ich, dass du bald eine neue Assistentin findest. So eine sexbesessene Irre wie dich gibt's nur einmal. Ich bin nicht sexbesessen. Ich will keine neue Assistentin. Ja, das tut mir leid. Ich kann nicht. Das ist doch Quatsch. Ach ja? Nur weil jemand mit dem Mann seiner Cousine fickt, muss man noch lange nicht die Stadt verlassen. Schauen Sie auf die Straße! Liegt's an mir? Straße! Pass auf. Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Du bist gut. Wir beide zusammen sind ein Team. Sind gut. Ich meine, zusammen könnten wir noch sehr, sehr viel erreichen. Du musst bleiben. Ich bin gekündigt worden. Also ja? Comfortable as I am, I need your reassurance. Comfortable as you are. Count the days, but if I wanted silence, I would whisper, and if I wanted loneliness, I'd choose to go, and if I like rejection, I'd audition, and if I didn't love you, you would know. Das hier ist für dich. Bitte. Was ist das? Rein auf und Sina? Leg's hin und hau ab. Ich gehe, sobald du reingeschaut hast und gesehen hast, was es ist. Hm? Der Mietvertrag. Unterschrieben. Ja. Tja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit einer viel zu teuren Single-Wohnung. Also ich weiß nicht, wovon du das bezahlen willst. Ich werde diese Wohnung bezahlen und behalten, egal wie viel und wie lange ich dafür arbeiten muss. Denn das ist unsere gemeinsame Wohnung, unser Zuhause. Hast du getrunken? Kim, ich erwarte gar nicht, dass du mir verzeihst oder gar vergisst, was ich getan habe. Und dass du mir nicht vertrauen kannst momentan, das verstehe ich auch. Aber wir haben uns einmal das Wort gegeben, dass wir zusammenleben und dass wir gemeinsam alt werden wollen. Und das will ich immer noch. Verdammt, weil ich dich liebe und ich werde auf dich warten in unserer gemeinsamen Wohnung. Wenn man schon anklopft, wartet man für gewöhnlich, bis man reingerufen wird. Ach so, ja, ich dachte, wir haben ja einen Termin. Kaffee trinken? Ja, das wäre nett. Jetzt geht's gerade nicht. Ich bin noch mit Andi bei Ansgar. Also, Andi ist gerade jetzt oben bei Ansgar und ich warte auf ihn. Ja. Wann gehst du denn zum Pokern? Gut, das schaffen wir auf jeden Fall. Bis dann. Ja, und wie Sie sehen können, Herr von Lahnstein, hat unsere Firma schon jetzt ein Auftragsvolumen, das den Gewinn aus dem Vorjahr um 2% steigern kann. Die Firma hat solide Füße. Ja, das ist ja erfreulich. Und wofür brauchen Sie dann einen Kredit? Ja, das ist zur Überbrückung der Differenz, die durch die Insolvenz eines Auftraggebers entstanden ist. Hm. Ja. Die Baubranche, ein Haifischbecken. War es immer, wird es immer sein. Ja. Ehrlich gesagt, ich sehe nur nicht, wie Sie langfristig den Kredit zurückzahlen wollen. Ja, wie bereits gesagt, wir haben schon jetzt Projekte in Auftrag, die die Kreditsumme bei Fertigstellung wieder abwerfen werden. Ja, falls die Projekte fertiggestellt werden und falls nicht wieder einer ihrer Auftraggeber insolvent geht. Ja, aber sowas kommt ja nicht alle Tage vor. Öfter, als Sie denken. Graf von Lahnstein, es ist nicht länger als ein Jahr her, da wollten Sie mit einer weitaus höheren Summe in Brandner Bau investieren. Was hat sich geändert? Arno Brandner ist zwar an Hirnerweichung gestorben, war aber bis zum Schluss ein fähigerer Geschäftsmann, als Sie es sind. Sie haben es einfach versäumt, Rücklagen zu bilden, um eine Krise wie diese abfedern zu können. Ja, ich habe ja auch investiert in Maschinen und Arbeitskräfte. Offensichtlich sind die Schuhe, in die Sie da geschnüpft sind, ein paar Nummern zu groß. Schönen Tag noch. Nicht wirklich abgelehnt, oder? Doch, hat er. Kurz und schmerzlos. Und arrogant. Dieser Blödmann. Ich weiß, aber das bringt es auch nichts. Hey, wir finden eine Lösung. Hey, Bella, du hast doch noch ein paar Tage Urlaub. Am besten ist, du nimmst die jetzt. Der Letzte, der hier reingeplatzt ist, hatte wenigstens einen Termin. Wir müssen reden. Wir? Worüber? Meine Assistentin. Schön. Haben Sie eine neue gefunden? Was ist hier los? Warum haben Sie Martha Wolf gefeuert? Ich glaub's ja nicht. Kim, wag es ja nicht, mich anzusprechen, du kleine, miese Schlange. Sie hat die Ehe meiner Tochter zerstört. Das geht mir nichts an. Ich brauche sie für meine Arbeit. Ich habe es meiner Tochter versprochen. Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Ich habe kreative Freiheit, oder? Ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite und mit wem nicht. Also stellen Sie sie wieder ein. Ich glaube, ich warte besser draußen. Stopp! Na, was ist? Komm, du bist wieder dabei. Das darf doch nicht wahr sein. Und wie ist es gelaufen? Ansgar gibt uns keinen Kredit. Hm. Das war vielleicht Andis letzte Chance. Tut mir leid. Aber dafür können wir jetzt umso länger Urlaub machen. Christian, das ist kein Spiel. Es geht hier nicht nur um Andi, es geht hier um eine ganze Firma, die den Bach runtergeht. Da hängen Menschen dran und ihre Familien und alles. Es tut mir wirklich leid, okay? Weißt du, ich habe mich gefragt... Ja? Ich habe mich gefragt, ob du ihm nicht das Geld leihen kannst. Ist das dein Ernst? Ja, das wäre gut investiertes Geld, glaub mir. Andi will, dass ich ihm Geld leihe? Nein, Andi weiß nichts davon. Er würde dich niemals um Hilfe bitten. Aber ich tu's. Nein. Das heißt jetzt hier nein? Nein heißt nein. Christian, du hast nicht eine Sekunde ernsthaft darüber nachgedacht. Ja und? Du verzockst jeden Tag beim Pokern und an der Börse. Ich weiß nicht, wie viel Geld, und du bist nicht mal bereit, Andi 100.000 € zu leihen, die er dir in ein paar Monaten zurückzahlen kann. Ich werde Andi nicht helfen, okay? Okay, geht's hier jetzt um mich wieder? Bist du noch eifersüchtig? Nein, ich bin nicht eifersüchtig. Und ich werde auch nicht 100.000 € aus dem Fenster schmeißen, um dir das zu beweisen. Und jetzt lasst uns bitte das Thema wechseln. Es wird langsam langweilig. Das Ding gehört dir, oder? Kaffee? Ja, ich mach gleich einen. Juri, nur damit das klar ist. Der Kuss gestern. Also, mein Gelaber, das war der Slivovitsch, weißt du? Ich habe ja gesagt, ich vertrag nicht so viel. War doch lustig. Okay, du Schlampe. Jetzt hast du es übertrieben. Ich mach dich fertig. Ich mach dein Leben hier zur Hölle. Bis du auf den Knien zurück in das Kaff kriegst, aus dem du gekommen bist.